Ali, hopp. Wenn ich das richtig sehe, sollte mein Gewicht langsam dafür sorgen. Habe ich mir das jetzt eingebildet? Ich meine, der Sprung, der wird doch niemals reichen. Gut, dass ich es richtig betrachtet habe. Idee. Bitte lass mich nicht hinter der Säge auftauchen. Danke. Hopp und hopp und hopp und hopp. Ich hätte schwören können. Ich muss das so machen, oder darf ich das jetzt so hin und her schaukeln? Ja, das ist wohl die korrekte Lösung. Das würde schon ausreichen, aber ich brauche mehr Schwung. Und geschafft. Oh Gott sei Dank. Wenigstens gibt es noch das Geräusch von ich zerplatze. Auch gut. Na. No. Und einmal hier hin. Okay, das ist im Prinzip kein schweres Rätsel. Man darf nur nicht zu sparsam sein. Bei Hüpfen, naja, Hüpfen wäre... nur darauf beruht, dass die Fallgeschwindigkeit mir eine höhere Geschwindigkeit erzeugt, als wenn ich das so mache. So. Und... hopp. Das wird jetzt ein bisschen problematisch. Und, oh Gott, ich dachte, ich schaff's nicht mehr. So, der Teil sollte geschafft sein. So, so, so. Und, was haben wir hier? Kann man das schieben? Nein, hochklettern. Auch gut. Ah, hier war ich schon mal. Oh. Okay. Warte, darum hängt ein Seil. Okay, das bilde ich mir offensichtlich nur ein, dass ich da hochklettern kann. Geht's halt hier lang weiter. Da hinten hängt ein Haken. Wow, was ist das denn? Cool. Ob ich das noch für irgendetwas brauche? Ein Schalter. Ein Seil. Ein Seil, wo ich nicht rankomme. Okay, ich kann das Ding hin und her schwingen. Wenn ich das so mache, komme ich auch nicht näher ans Seil. Vielleicht irgendwo eine Kiste übersehen. Zum Thema übersehene Kiste. Jetzt ahne ich auch, was das Grundproblem dieses Rätsels ist. Und nach oben. Jetzt kriege ich natürlich die Kiste. Nicht dort hinauf.
weil die Kiste zu schwer ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so funktioniert. Machen wir erstmal so. Es schwingt zu schnell nach. Ja, machst du jetzt mal. Also, das Ding kann hoch und runter fahren, aber es kann schwingen. Und schon schwingt es. Aber es schwingt sich viel zu schnell aus. Was müsste ich denn damit erreichen? Ich krieg das niemals hier drunter. Zum ersten Mal die Kiste wieder nach oben. Zap. Ah, jetzt kann ich hier ohne Probleme rüberlaufen. Wie toll. Wie geil. Okay. Ich kann das auch so machen. Es hilft mir nichts. Ich muss es quasi so, dass am besten die Kette so irgendwie rüber drückt. Also ehrlich gesagt habe ich gerade keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Kiste brauche. Aber von irgendwie habe ich das Gefühl, es geht nur von unten. Von unten bin ich eingeschränkt, weil ich nicht mehr hochkomme. Ich meine, es schwingt ja aus. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nein, doch nicht. Lasst uns mal was ganz Verrücktes probieren. Indem ich quasi aha. Es funktioniert ja schon mal gar nicht so, wie ich es geplant hatte. Zapperlot. Okay. Hier habe ich vielleicht noch eine zweite Kiste. Oh, das wäre so praktisch, eine zweite Kiste zu haben. Können wir aber da schon mal nicht hoch. Ich glaube, dort zurück lag auch nirgendwo mehr eine Kiste. Es schwingt einfach nicht genug. Beziehungsweise es schwingt zu schnell aus.
Ah. Ah, bitte sag mir nicht, dass das die Lösung war. Ja, das wäre auch deutlich schneller gegangen. Aber manchmal habe ich halt auch meine ganz langsamen Phasen. Hä? Zum Beispiel jetzt. Ich habe einen ganz bösen Verdacht, wie das funktionieren soll. Ach, geschafft. Ja, ich hab's geahnt, dass es so sein soll. Boah, das Spiel ist echt finster. Und gemein. Und was passiert jetzt? Ach du Schande.